Schön, dass ihr da seid und auch so zahlreich. Natürlich wirft anscheinend das Spiel gegen den FC Bayern den einen oder anderen Schatten voraus. Und nein, es ist kein Druckfehler. Ursprünglich war Alex Baum-Johann für die PK zugelassen, eingeplant. Der Alex ist aber vor 4 Stunden mit seiner Frau in Richtung Krankenhaus gefahren, denn im Kreißsaal erwarten sie jetzt gerade die Geburt der zweiten Tochter von Alex Baum-Johann. Da wünschen wir ihm alles Gute und sagen mindestens einmal, wenn nicht sogar 1000 Mal Danke an dich, Leon, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Mittwoch spielen wir in der Allianz Arena gegen den FC Bayern München. Ich habe gerade mit meinem Kollegen telefoniert. Das Spiel wird ausverkauft sein. Aus Lautern werden etwas über 7000 Fans erwartet. Wir haben das gesamte Kontingent abgesetzt und natürlich auch noch den ein oder anderen Anhänger der Roten Teufel in und um München herum. Also die Polizei rechnet mit etwa 7000 oder ein paar drüber FCK-Fans. Schiedsrichter der Partie ist der junge Daniel Siebert aus Berlin. Der hat den FCK in dieser Saison schon 2-mal gepfiffen, und zwar beim 2-1 Erfolg in Aalen und beim 1-1 Unentschieden gegen Eintracht Braunschweig. Und dann nur für die, nur der Form und Ordnung halber, noch das folgende Heimspiel gegen Aue am Montag. Bis jetzt etwa 21.000 und ein paar kaputte Karten verkauft. Leon, der FC Bayern am Mittwoch, Pokal, man sagt immer so schön, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Was sind deine Erfahrungen im Pokal bis jetzt und freust du dich aufs Spiel? Ja, natürlich freuen wir uns für das Spiel in Bayern. Das wirkt natürlich eine riesen Herausforderung. Ich glaube, wir kennen alle die Qualität von den Bayern. Die haben sehr gute Einzelspieler. Aber natürlich freuen wir uns für dieses Spiel. Ja, das macht immer Spaß, in München zu spielen. Und ja, wir fahren natürlich auch hin, um das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, das ist natürlich auch möglich. Jetzt nach dem Spiel in Köln wurde viel darüber geschrieben, dass wir eine sehr gute kämpferische Leistung und auch eine Mannschaftsleistung gezeigt haben, trotz der vielen Verletzten. Zur Halbzeit sind ja nochmal 2 raus. Glaubst du, dass das die Mannschaft auszeichnet, dass ein richtiger Teamgeist auch mit den ganzen jungen Spielern wieder zusammenwächst? Ja, und das brauchen wir auch in München, diese Teamgeist, um das Spiel zu gewinnen. Mhm. Ich glaube, das ist notwendig. Der zweite Teil, jetzt mit dem Coach. Kannst du schon absehen, welche Spieler dir zur Verfügung Nein, stehen? Nein, wir haben jetzt nach dieser PK um 15 Uhr Training, und dann wird man sehen, welche Spieler dann für am Mittwoch fit sind und welche nicht. Also Bunjaku, Alushi werden definitiv ausfallen. Bei allen anderen wird man sehen, wer dann einsatzfähig ist am Mittwoch oder nicht. Es kam gerade die Frage an Leon Jessen, der für Alex Baum-Johann eingesprungen ist, ob es von Vorteil war, dass der FC Bayern gestern verloren hat. Wie sieht man das, wenn man das Spiel als Trainer auch live vor Ort gesehen hat? Bayern war gestern die bessere Mannschaft, hätte normal das Spiel gewinnen müssen. Leverkusen hat aus einer kompakten Defensive versucht, auf Konter zu spielen. Das ist Leverkusen ganz gut gelungen, aber insgesamt war natürlich Bayern klar dominierend, viel im Ballbesitz, haben viele Torchancen kreiert. Sie haben nur ihre Torchancen nicht genutzt und deshalb dieses Spiel verloren. Aber Cup-Spiel ist etwas anderes. Am Mittwoch erwartet uns ein sehr schwieriger Gegner, die natürlich dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen. Sie wollen im Cup weiterkommen. Aber auch für uns, im Cup gibt es nur ein Spiel. Es gibt nur Siegen oder Fliegen. Und wir wollen versuchen, die kleine Chance, die man immer hat in einem Spiel, die wollen wir versuchen zu nutzen.